Wassert für die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als ich 2009 in den Bundestag einzog, baute ThyssenKrupp gerade in der Bucht von Sepetiba in Brasilien das größte Stahlwerk Lateinamerikas. Damals berichtete ein brasilianischer Fischer hier im Bundestag, wie durch diesen Bau die Lebensgrundlagen tausender Fischerfamilien zerstört wurden. Er selbst erhielt vom Wachschutz von ThyssenKrupp sogar Morddrohungen, weil er den Konzern öffentlich kritisierte. Er wurde unter den Schutz des staatlichen Menschenrechtsprogramms gestellt und musste untertauchen. Das ist ein schockierendes Beispiel dafür, wie ein deutsches Unternehmen im Ausland Menschenrechte mit Füßen trat. Und die Politik hier in Deutschland muss alles tun, um solche Menschenrechtsverstöße zu verhindern. 8 Jahre sind seitdem vergangen. Das Stahlwerk war ein wirtschaftliches Desaster für ThyssenKrupp, aber das Unternehmen hat sich davon weitgehend erholt. Die Existenz der Fischer dort bleibt aber zerstört. Und der Fall hätte eigentlich Mahnung sein müssen, aber auch heute noch missachten deutsche Konzerne Menschenrechte im Ausland. Laut einer Studie der Uni Maastricht belegen sie bei Menschenrechtsverstößen weltweit sogar Rang 5. Obwohl der Bundestag gefühlt schon 100-mal über das Thema Unternehmensverantwortung diskutiert hat, ist praktisch nichts passiert. Und ich finde, es ist ein Skandal, dass diese Bundesregierung immer noch wegschaut bei Menschenrechtsverstößen deutscher Konzerne. Schon damals, 2009, war eigentlich klar, was passieren musste. Nämlich die Festschreibung sozialer und ökologischer Mindeststandards, die verbindlich sind für die Tätigkeit deutscher Unternehmen im Ausland. Die Debatte hat sich seitdem im Grundsatz nicht geändert. Die Bundesregierung setzt und setzte auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen. Aber Menschenrechte und Mindeststandards gehören nicht dem Gutdünken der Konzerne überlassen. Sie müssen gesetzlich festgeschrieben sein. Und der Irrsinn ist doch sonst, dass diejenigen Konzerne, die sich freiwillig höhere Standards setzen, einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber denjenigen Konzernen, die darauf pfeifen. Menschenrechtswidriges Handeln als möglicher Wettbewerbsvorteil, das nimmt die Bundesregierung in Kauf, und ich finde das unerträglich. Jetzt sagt die Bundesregierung natürlich, sie habe ja was getan. Zum einen hat Entwicklungsminister Müller nach dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch 2013, bei der über 1.100 Menschen starben, das Textilbündnis ausgerufen. Zum anderen fand unter Leitung des Auswärtigen Amtes die Erarbeitung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte statt. Beide Initiativen enthalten viele schöne Absichtserklärungen, aber die ergriffenen Maßnahmen sind nur Augenwischerei und bestehen aus vielen Feigenblättern. Schauen wir uns mal die Ergebnisse des nationalen Aktionsplans an. Schon 2011 hatten die Vereinten Nationen in ihren Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte gefordert, dass Unternehmen Menschenrechtsverstöße in der gesamten Wertschöpfungskette ausschließen sollen. Die Mitgliedstaaten der UN, also auch Deutschland, sollten nationale Aktionspläne erarbeiten. 3 Jahre lang passierte in Deutschland erstmal gar nichts. Erst 2014 fing man hierzulande an, einen Prozess zur Erstellung des Aktionsplans zu starten. Also besonders eilig hatte man es nicht. Dann dauerte es fast noch mal 3 Jahre, bis wir ein Ergebnis hatten. Seit diesem Jahr haben wir zwar endlich einen Aktionsplan, aber der ist leider kaum das Papier wert, auf dem er steht. So heißt es darin, dass die Bundesregierung erwartet, dass 50% der deutschen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern bis 2020 menschenrechtliche Sorgfaltspflichten walten lassen. Nur eine Erwartung, keine Verpflichtung, keinerlei Sanktionsandrohung bei Missachtung. Richtig wäre es doch zu sagen, ab sofort müssen alle deutschen Unternehmen, die im Ausland produzieren oder produzieren lassen, sorgfältig prüfen, ob sie damit die örtliche Umwelt ungebührend zerstören oder die ansässige Bevölkerung vertreiben. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Sie von der Bundesregierung aber wollen lieber bis 2020 abwarten, um zu schauen, ob sie dann endlich was tun. Bis 2020 sind dann 9 Jahre vergangen, seit die UN ihre Leitlinien verabschiedet haben. 9 Jahre, in denen Unternehmen problemlos weitermachen konnten wie bisher.
Sie von der Regierung haben ja noch nicht mal finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um 2020 überhaupt eine Prüfung vornehmen zu können, ob die Unternehmen ihre Erwartungen erfüllt haben. Und ich gehe jede Wette ein, selbst wenn die Unternehmen sie mit ihren Erwartungen im Regen stehen lassen, werden sie auch 2020 keine gesetzlichen Verpflichtungen auf den Weg bringen. Haben Sie doch einmal wenigstens das Rückgrat und geben Sie zu, dass Verpflichtungen für die Wirtschaft für Sie aus Wirtschaftsinteressen offenbar nicht in Frage kommen. Sie von der Bundesregierung, Sie spielen gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern auf Zeit, und das ist eine Schande. Und das Textilbündnis? Der Modeverband German Fashion rühmte sich letztes Jahr damit, alle problematischen Punkte aus dem Bündnis rausverhandelt zu haben. Es gebe keine Verbindlichkeit mehr. Der Modeverband empfahl seinen Mitgliedern beizutreten, denn sie begeben sich damit unter den Schutzschirm der Bundesregierung, ohne etwas leisten zu müssen. Und die Aussage lässt tief blicken. Das Textilbündnis ist völlig unambitioniert. Es geht um Greenwashing, um gute öffentliche Wahrnehmung für die Textilkonzerne. Und die deutschen Textilunternehmen, die Mitglied des Bündnisses geworden sind, dürfen sich jetzt freiwillig individuelle Verbesserungen aussuchen, die sie innerhalb von einem Jahr erreichen wollen. Es gibt also keine festen Regeln für alle, sondern jeder macht, was er will. Unternehmen wie Kick und Primark sind maßgeblich verantwortlich für die Preisdrückerei in der Textilbranche. Weil sie eben nicht bereit sind, auf etwas Profit zu verzichten, schuften die Menschen unter sklavenartigen Bedingungen. Die Kick-Manager haben in den vergangenen Jahren zigfach bewiesen, dass ihnen die Situation in den Fabriken völlig egal ist. Und jetzt sollen sie freiwillig nur das verbessern, was sie wollen. Und wenn sie dann vielleicht so doof sind, ihre eigenen Ziele nicht einzuhalten, fliegen sie als Höchststrafe aus dem Textilbündnis. Das ist doch ein schlechter Witz. So wird nichts besser für die Näherin in Bangladesch. Totale Augenwischerei, was sie hier betreiben. Dass einem privatwirtschaftlich organisierten Konzern der Profit wichtiger ist als Menschenrechte, das liegt am kapitalistischen Wirtschaftssystem. Und gerade deshalb ist es originäre Aufgabe von Politik, hier regulierend einzugreifen. Statt aber ihrer Verantwortung nachzukommen, ordnen SPD und Union die Durchsetzung von Menschenrechten lieber den Profitinteressen deutscher Unternehmen unter. Und sie versuchen sogar so zu tun, als ob am Ende die Verbraucher eigentlich die Verantwortlichen wären. Und das ist ein besonders perfider Trick. Denn mittlerweile gibt es hunderte Siegel für alles Mögliche in Deutschland. Kein Mensch kann da durchblicken. Die Informationen sind zudem häufig nicht mal nachprüfbar. Sie könnten diesen Siegelwahnsinn mit einem Schlag beenden, indem Sie allgemeine gültige Regeln für alle Unternehmen und alle Produkte schaffen. Also, wenn Sie es ernst meinen, könnten Sie sofort handeln, ein Unternehmensstrafrecht einführen, Unternehmen verpflichten, ihre Lieferketten transparent zu machen, klare Sorgfaltspflichten für Konzerne gesetzlich verankern. Wir sollten hier nicht noch einmal 100 Debatten zu diesem Thema führen, denn Lösungen liegen vor, wie in den Anträgen der Grünen heute und unserem linken Antrag aus 2015. Handeln Sie endlich, sorgen Sie dafür, dass Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, zur Rechenschaft gezogen werden. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Movasat. Nächster Redner.